Hallo, meine Lieben, wie geht es euch? Werde heute mal etwas mehr über Zahn reden, aber eigentlich auch über Trübsal. Also Zorn gegenüberstellen, Trübsalszeit. Ich habe in meinem letzten Video über Zorn Gottes geredet und nicht sehr viele waren interessiert oder schien, als wären nicht sehr viele interessiert daran gewesen. Oder nicht so viele wie sonst. Und na gut, Leute wollen wahrscheinlich nichts hören über Trübsal. Ist natürlich auch kein, wie soll man das sagen, glückliches Thema. Es hat mir jemand auch gesagt, ja, Gott kann gar nicht zornig sein. Zorn gibt es bei Gott gar nicht. Ja, dem stimme ich aber nicht zu, weil ja die Bibel das öfter benutzt, dieses Wort Zorn Gottes. Es ist ja nicht, ich habe es ja nicht erfunden. Und ich habe ja genügend Stellen gezeigt, wo der Zorn Gottes angesprochen wird. Warum? Warum wird allmählich Gott auch zornig? Das ist ganz einfach. Wenn man seine Kinder ständig umbringt, verführt, foltert und ja gut, was denkt denn ihr dann, wie Gott da reagiert darauf? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott keine Grenzen setzen möchte, dass er gerade alles nimmt, naja, ganz egal, was es ist. Ich glaube, viele haben natürlich Probleme mit diesem Wort Zorn. Weil Zorn in den Händen von Satan ist ganz schön schlimm. Weil er ja im Grunde dann seine Wut an Leuten auslässt. Und seine Wut, um Menschen umzubringen. Er mag die Menschen nicht, weil sie halt von Gott bevorzugt werden. Und dann lässt er seine Wut ja an Menschen aus. In anderen Worten, Zorn muss durch Gerechtigkeit in Balance gehalten werden. Und in Satan ist keine Gerechtigkeit. Und auch nicht in den Menschen. Ist keine Gerechtigkeit. Wir Menschen, wir haben kein Maß. Ja, wir sind hin und her getrieben zwischen Gut und Bösen. Die meisten gehen halt eher zum Bösen als zum Guten. Und dadurch kann schon Zorn aus, ja, falsch angewendet werden. Sagen wir mal so. Also Zorn ohne Gerechtigkeit, ja, ist nichts Gutes. Aber weil ja Gott ganz gerecht ist, er ist die Gerechtigkeit, deswegen wendet er auch Zorn gerecht an. Und ja, eigentlich ist da dann, man kann jetzt sagen, dass dann Zorn etwas Negatives ist. Wir können es als negativ sehen, als Menschen, weil wir halt als Menschen nicht gerecht denken. Leute, Gott ist Gerechtigkeit. Und unsere menschliche Gerechtigkeit, ja, ist oft nicht gleich mit Gottes Gerechtigkeit. Wir denken oft, ja, gerecht ist, wenn ich immer das kriege, was ich möchte. Das ist gerecht. Aber oft ist das halt nicht der Fall, dass wir das bekommen, was wir wollen. Ich denke, Zorn, ob es jetzt bei den Menschen ist,
Also dass die Emotion Zorn, ob es bei Gott ist oder Menschen, ist nicht unbedingt das Schlimme oder das Böse, sondern wie es angewandt wird. Wie gesagt, ohne Gerechtigkeit, Zorn ohne Gerechtigkeit oder ja, Gerechtigkeit kann man falsch, kann man negativ anwenden. Und wir Menschen, ja, sind nicht in der Lage, das zu tun. Und deswegen gerät unser Zorn außer Hand. Und bei Gott, ja, ist es eine, wie sagt man dazu, eine gerechte, ein gerechter Zorn? Oder ich glaube, es gibt sogar ein Wort dafür. Ich weiß es jetzt gar nicht. Es gibt auf jeden Fall einen Zorn, ein Wort dafür, ein gerechter Zorn vielleicht. Und wann ist Zorn gerecht? Naja, bei den Menschen ist es eigentlich nie gerecht, weil wie gesagt, wir haben gar nicht die Richtlinien, also von uns selber Richtlinien, was gut und böse ist. Wir sind hin und her getrieben zwischen gut und bösen. Die können das gar nicht so gut. Weil wir egoistisch sind. Darüber habe ich ja in meinem letzten Video auch geredet, über diesen Narzissmus. Egoismus ist ja das gleiche Wort, ja. Reiner Egoismus. Wir denken nur an uns selber. Und wenn wir auch für andere etwas tun, denken wir wiederum an uns selber. Ja, wir denken dann daran, wenn wir anderen etwas tun, oft, ja, wir tun das, ja, damit wir etwas daraus bekommen, ja, oder davon bekommen, damit wir gut dastehen, damit wir uns rühmen können und so weiter und so fort. Die Menschen sind schon, ja, außer Hand, glaube ich. Und die Emotionen, die wir haben, wir können sie sehr schlecht in Kontrolle, unter Kontrolle halten. Und deswegen kann Zorn schon, kann schon sagen, dass Zorn halt ausartet bei den Menschen. Schlimm wird. Aber ich vertraue Gott, dass wenn er Zorn zeigt, dass es ein gerechter Zorn ist, dass er Grund hat, zornig zu sein. Und er hat Grund, wenn seine Kinder gefoltert werden, umgebracht werden, verführt werden. Und seine Kinder sind ist die ganze Menschheit. Auch wenn diese Kinder absichtlich vielleicht den falschen Weg gehen, hat er sie trotzdem gerne. Er hat sie kreiert. Und er hat sie trotzdem lieb. Und wenn so viele dann dem Untergang zugehen, dann muss ich dazu sagen, tut das Gott sehr weh. Ich weiß das, weil ich das selber fühle, wenn Leute ins Verderben rennen. Und wie viele rennen ins Verderben? Na gut, ich glaube ja schon sehr, dass diese Leute das selber verursachen. Aber es gibt halt immer einer, der sie dazu bringt. Und ich rede jetzt vom Teufel. Und da reden wir nun eben, da kommen wir halt eben nun zu dieser Trübsal. Die Trübsal, die wir durchmachen müssen, alle Gläubigen. Und wo halt dann sehr viele durcheinander kommen. Warum? Weil sie halt vom Dispensationalismus durcheinander gebracht wurden. Absichtlich, natürlich, möchte Satan seine falschen Lehren ja, in die Gemeinden bringen, damit wir nicht wirklich sehen, was läuft. Ist doch ganz einfach. Wenn ich den Leuten weismachen kann, dass
ja, Satan überhaupt nicht existiert und Satan ja überhaupt nicht hier ist, ja, und Satan sie überhaupt nicht verführt oder Satan überhaupt nicht die Leute in Trübsal stürzt, hat er sich ja sehr leicht aus, kann er sich sehr leicht aus der Sache reden. Und die Leute sind nicht aufmerksam und sehen nicht, wer hinter allem steht, hinter den ganzen Trübsalen der Welt steht. Lass uns mal von vornherein definieren: Trübsal und Zorn. Ja? Trübsal wird durch Satan verursacht. Eigentlich durch Satans Zorn, der außer Hand ist. Warum? Weil Satan eigentlich keinen Grund hat. Na gut, keinen Grund hat. Hat der einen Grund, wütend zu sein über die Menschen, weil hat Gott sie so erschaffen hat, wie er sie erschaffen hat? Ja? Weil sie eigentlich irgendwann mal höher dastehen wie die Engel. Und er das nicht mag. Und er nun seinen Zorn ausschüttet auf die Menschen. Das ist kein gerechter Zorn, sondern ein egoistischer Zorn. Aber weil er halt Zorn hat, tut er das. Er versucht die Menschen umzubringen, damit sie ja nicht Gott annehmen können. Er sucht sie ja zu peinigen, damit sie ja sich immer nur um ihre Schmerzen kümmern. Das ist alles Trübsal, das von Satan verursacht wird. Satans Zorn verursacht diese Trübsal. Und diese Trübsal wird verursacht an den Gläubigen, ja, an den Heiligen, die Braut, der Körper Jesu, die Kirche. An diesen Leuten wird diese Trübsal verursacht, aber natürlich auch an der ganzen Menschheit, weil er ja versucht, die ganze Menschheit zu verführen. Eigentlich gehen alle, die ganze Menschheit, durch Trübsal, nur verursacht durch Satan. Wenn ihr zu Johannes 16,33 geht, da steht ganz eindeutig, Jesus sagt selber, in dieser Welt werdet ihr Trübsal haben. Er hat gemeint, ich habe die Trübsal überwunden, aber in dieser Welt werdet ihr Trübsal haben. Johannes 16,33. Und wir werden alle Trübsal haben. Warum? Weil wir in diese Welt geschmissen wurden und diese Welt gehört Satan. Und ich weiß, die Leute, ich habe es in meinem letzten, vorletzten, oder habe ich es vielleicht nicht gesagt, also ich habe es schon mal gesagt, ganz bestimmt. Römer 13 hat jemand, glaube ich, sogar angesprochen. Ja. Die Welt ist in Satans Händen. Eindeutig. Die Welt gehört Satan. Und nicht Jesus. Bis jetzt nicht. Nicht Gott. Gott hat sich zurückgehalten. Natürlich erlaubt er alles. Er kann jederzeit eingreifen und alles zu Ende machen. Aber das macht er nicht. Nicht, bis die Zeit zu Ende ist und Jesus wiederkommt. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird er dieses System zerstören. Dann kann sein Zorn walten. Und sein Zorn waltet nur so lange, bis er ein Ende gesetzt hat, diesem System. Er lässt seinen Zorn nicht einfach so heraus, so unkontrolliert, sondern sein Zorn besteht darin, damit er wirklich gegen diese Dinge geht, die ungöttlich sozusagen sind, die gegen Gott sind.
Solange wütet sein Zorn, bis seine Feinde zerstört sind. Und wie sonst sollte er seine Feinde zerstören? Ja? Wie? Also haben wir einen Unterschied zwischen, man kann sagen, den Zorn Satans und den Zorn Gottes. Der Zorn Satans ist eben diese Trübsalzeit, die aber wann passiert? Vor der Entrückung. Natürlich ist auch der Zorn Satan geht natürlich auch weiter, diese Trübsalzeit geht natürlich auch weiter nach der Entrückung gegen die Menschheit und auch gegen die Leute, die vielleicht immer noch an Jesus Christus festhalten, an Gott festhalten. Klar. Der Zorn von Satan geht natürlich weiter, bis er endlich eingesperrt wird. Ist doch klar. Das ist Trübsalzeit. Zorn Satans gegen die Welt. Und ganz besonders halt gegen die Gläubigen. Johannes spricht darüber sehr oft. Über diese Trübsal, wenn ihr seine Briefe kennt, müsst ihr es normalerweise wissen. Zum Beispiel nehme ich eins jetzt heraus, ich nehme mal Römer heraus. Ja, und zwar gehe ich zu Römer 5 und fange mit Römer 3 an. Da steht dann, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen oder Trübsalen, weil wir wissen, dass Bedrängnis Standhaftigkeit aus, standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung und die Bewährung aber Hoffnung. Und so redet er von dieser Bedrängnis, unter der wir sind, immer wieder. Natürlich, die Leute damals, während Paulus Zeit, waren unter großer Trübsal, großer Bedrängnis, großer Drangsal. Ja. Diese Drangsal dauerte bis wann? Also noch länger wie die Reformation. Endlich, naja gut, die Leute, die sind dann, haben sich dann nach Amerika ausgewandert, weil da religiöse Freiheit bestand. Da war dann endlich die Bedrängnis vorbei. 250 Jahren soweit. Vorher, ja, war Bedrängnis. Und die Bedrängnis ging natürlich auch weiter. Weil es ging hier nicht nur um religiöse Bedrängnis, sondern allgemein. Kriege, Hungersnöte, das sind alles Bedrängnis, die Satan auf die Welt ausschüttet. Damit sie so leiden, damit sie oft nicht Jesus, überhaupt an Jesus denken. Die müssen überleben. Er will so viele Menschen wie möglich umbringen. Das ist Bedrängnis, meine Lieben. Und wenn diese Bedrängnis vorbei ist, wenn Jesus Christus wiederkommt, dann wird der Zorn Gottes ausgeschüttet. Und auch Römer 5 sagt das. Wir gehen mal zu Römer 9, da sagt der Paulus das dann eindeutig. Er schreibt hier 9, und wie viele mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerettet worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Hier wiederum Zorn, ja? Durch ihn vor dem Zorn, Zorn Gottes, errettet werden. Wir müssen also nicht durch den Zorn Gottes gehen. Warum sollten wir?
wenn wir Jesus Christus angenommen haben, wenn wir Jesus Christus folgen, wenn wir mit ihm verbunden sind durch den Heiligen Geist, warum sollten wir durch Gottes Zorn gehen? Nein, aber wir gehen umso mehr durch den Zorn von Satan. Wenn es uns gut geht, meine Lieben, geht ihr nicht durch den Zorn. Warum? Dann hat ja kein Satan, vielleicht fühlt sich ja dann Satan sehr wohl. Ja? Er braucht sich also keine Gedanken machen, dass ihr ernstlich Jesus Christus nachfolgt. Ja? Wenn ihr ernstlich Jesus Christus nachfolgt, gibt es sehr viel Drangsal. Satan wird alles Mögliche versuchen. Ich bin sehr angegriffen, meine Lieben, wegen meinen Videos, weil ich einfach die Wahrheit sage. Die Leute, die Satans Wahrheit gibt, nein, Satans, nicht Wahrheit, Satan sagt keine Wahrheit, Satans Lügen verbreiten, ja, die haben viele Nachfolger, weil sie geschützt sind. Sie sind geschützt. Das müsst ihr euch merken. Die Leute, die viele Nachfolger haben, sind geschützt. Und Satan möchte, dass viele ihnen nachlaufen. Das müsst ihr euch eindeutig merken. Der Weg zu Jesus ist schmal, sehr schmal. Ganz wenige sind es, die darauf wandeln. Das haben wir heute. Wir haben heute diese große Drangsal und ganz besonders halt auf den Gläubigen oder für die Gläubigen. Große Drangsal. Und wiederum, wenn ihr keine Drangsal habt, dann müsst ihr euch fragen, sind wir wirklich Nachfolger von Jesus? Folgen wir wirklich Jesus Gebote? Folgen wir wirklich Jesus Plan? Aber nach der Entrückung kommt reiner Zorn Gottes. Reiner Zorn Gottes. Und Zorn Gottes passiert ja schon eigentlich, na gut, wenn ja, Gott seine schützende Hand wegnimmt über diese Welt. Ja? Wenn er irgendwann mal die Nase voll hat. Und Gott kann die Nase nicht voll haben. Gott kann nicht endlich mal genug haben an den und an der Bosheit der Menschheit. Wie gesagt, es ist schlimm, wenn man das sich ja, überlegt. Der Zorn Gottes ist, kann Angst machen, sehr großen Angst. Man soll davon Angst bekommen, vor dem Zorn Gottes. Weil, ja, es wird ganz schön schlimm werden. Und ja, die Leute, die wollen das nicht hören. Wie schlimm es sein wird. Ah, nee, Gott hat keinen Zorn. Gibt's ja gar nicht. Ja? Nee. Gott kann doch nicht zornig sein. Aber zum Schluss will ich ein Beispiel bringen, und zwar Jesus Christus. Konnte er zornig werden? Natürlich. Er wurde zornig mit den Pharisäern, hat sie Otterngift und was weiß ich was alles genannt. Ja? Das ist kein Zorn, wenn ich andere Schimpfwörter für andere Schimpfwörter benutze. Oder hat sie genannt, dass sie Kinder von Satan sind. Ja, er war wütend. Und ja, als er im Tempel war und diese, was sind das, Geldmenschen da waren,
und hat sie aus dem Tempel getrieben. Das war kein Zorn. Ich verstehe es nicht, warum die Leute so dahin, einfach Dinge dahin plappern. Nur weil sie das wollen. Ja? Nur weil sie das wollen, weil sie nicht die Wahrheit sehen wollen. Sie wollen nicht die Realität sehen. Sie wollen nicht zurückgucken und schauen, wie viel Mal Gott schon seinen Zorn ausgegossen hat. Ah nein, Sodom und Gomorra, das hat er nicht gemacht. Ja? Naja gut, vielleicht ist es halt auch, es war ganz bestimmt ein Naturereignis. Und die Leute haben gesagt, ja, das war der Zorn Gottes, aber warum nicht? Warum sollte Gott nicht ein Naturereignis benutzen, um die Leute, ja, zu bestrafen oder einfach ein Ende zu schaffen? Ja, ein Ende zu schaffen. Dieser Bosheit gegenüber, in die sich die Menschen ständig begehen. Bosheit. Gott hat die Menschen geschaffen. Und er sollte nicht das Recht haben, sie zu, ja, eliminieren, wenn sie außer Hand geraten. Was hat er gemacht? Vor der Sündflut. Ah nein, das ist kein Zorn Gottes. Nee, das existiert ja gar nicht. Das haben die Menschen erfunden, diese Sündflut, und die Menschen wurden da umgebracht. Okay, war eine Naturkatastrophe, die diese Menschen umgebracht haben. Und wer hat diese Naturkatastrophe verursacht? Der Schöpfer. Und warum hat er sie verursacht? Wiederum, weil die Menschen so bösartig wurden. Und das Bösartige war ja schon wirklich so bösartig, ja, dass sie sich gegenseitig umgebracht haben und ausgebeutet haben, ja, dass die anderen versklavt wurden, dass sie nicht mehr Menschen waren. Ja, das ist das große Problem, in das wir ständig laufen. Wir würden uns ja im Grunde selber kaputt machen. Die Menschen vor der Sündflut hätten sich ja selber kaputt gemacht. Also mit der Hilfe von den Engeln, ja. Und diese DNA-Änderung. Die Menschheit hätte ja gar nicht mehr existiert. Und ich denke halt auch, dass wir genauso wieder am gleichen Punkt angekommen sind, wo die Menschheit wirklich an einem Punkt angekommen ist, wo sie sich selber wieder zerstören oder würden, wenn der Schöpfer nicht eingreifen würde. Leute, ich verstehe, warum Menschen sagen, Gott hat keinen Zorn, weil der Zorn Gottes ist schlimm. Ja? Zorn Gottes ist schlimm, da will niemand sich darum kümmern. Will niemand wissen. Ach ja, wir werden noch weiter. Was wollen wir da? Warum sollen wir daran denken? Und ich denke halt schon, dass wir immer das vor Augen halten müssen. Diesen Zorn Gottes. Und auch den Zorn Satan müssen wir täglich vor uns halten. Warum? Weil wir wissen, dass wenn wir halt Ausfechtungen oder ja, dass wir halt Dinge ausgesetzt sind, schlimme Dinge, dass sie von Satan kommen, dass er möchte, dass wir zerstört werden, dass unser Zeugnis zerstört wird. Da wird dir anfangen, an Gott zu zweifeln. Deswegen macht Satan das. Und er hat es eigentlich auch sehr gerne, wenn er die Menschen quälen kann. Er hat es sehr gerne. Und wir müssen dann beten und Gott bitten, dass er uns schützt, dass er seine Engel sendet und uns umgibt und uns schützt.
Ich habe früher nie an Engel geglaubt, meine Lieben. Komme ja aus der katholischen Kirche heraus. Und das ganze Ding mit den Flügeln, Engelflügeln und so weiter und so weiter. Ja, da habe ich mich schon dann entfernt. Aber die wirklichen Engel, die gibt's und Gott wird sie aussenden, um uns zu beschützen. Da bin ich ganz davon überzeugt. Ja? Aber ich komme zum Ende. Das wollte ich noch dazu sagen, zu diesem Zorn. Trübsalszeit oder Zorn Gottes? Wo wollt ihr lieber durchgehen? Zorn Gottes oder Trübsal? Na gut, egal. Wir müssen durch das Trübsalszeit durchgehen oder Drangsal. Schon die Jünger mussten da durchgehen. Aber vor dem Zorn Gottes, da sind wir sicher. Da brauchen wir nicht durchgehen, durch den Zorn. Zum Glück, das wird nämlich auch nicht wunderbar. Und nun sehen wir halt den Anfang von diesem Zorn Gottes. Wir sehen ihn. Ich rede nicht von Trübsal, den Satan verursacht, sondern ich rede schon von den Zeichen, die wir sehen, dass der Zorn Gottes kommt. Und die sind da, meine Liebe, mir die Augen aufhält, dann sehen wir sie kommen. Sehen wir diesen Anfang, diese Zeichen. Und warum warne ich vor diesem Zorn? Na gut, weil ich halt hoffe, dass alle in die Entrückung und der Entrückung dabei sind. Aber ich weiß ganz genau, dass die Kirchen nicht wirklich die Wahrheit predigen, wie man wirklich mit Jesus Christus verbunden ist. Ja, wie kann ich gerettet sein? Gerettet? Gerettet von was? Nein, wie kann ich mit Jesus Christus verbunden sein, indem ich nur Jesus Christus nachfolge und nicht meinem eigenen Werken oder Weisen? Ja? An eigenen Zielen, was ich jetzt will. Naja, ich will nicht, dass Jesus kommt, weil ich muss ja noch so viel tun in der Gemeinde oder ich muss noch so viele Leute erreichen oder, ah nee, meine Enkelkinder sind noch nicht so weit. Ja, dann kommen die Urenkel und dann ist man immer noch nicht so weit. Ja? Und in der Zwischenzeit sind wir mehr und mehr Zeichen vom Zorn Gottes. Gott hat schon alles in der Hand. Er regelt das schon. Wir müssen uns darauf konzentrieren, dass wir mit ihm verbunden sind. Das ist alles. Sind wir mit ihm verbunden oder nicht? Und auch unsere Kinder. Wir können nicht jetzt unsere Kinder dazu zwingen, dass sie mit Jesus Christus verbunden sind und dass sie wirklich Jesus Christus nachfolgen. Kann ich niemand dazu zwingen. Man muss da einfach akzeptieren und Enkelkinder genauso. Hat nichts zu tun mit, ah, wie toll ich bin, ja, als Eltern oder wie toll ich bin als Großeltern. Gar nichts. Keine Reflexion darauf. Ja? Die Kinder werden selber entscheiden. Sie müssen selber entscheiden. Und das ist das Wunderbare daran, dass Gott uns alle entscheiden lässt. Habe ja schon so oft darüber geredet. Das ist das Wunderbare an Gott. Dass er uns nicht zwingt, dass wir nicht einfach Marionetten sind. Er möchte unser Herz. Er möchte, dass wir ihn frei und ohne Zwang lieben. Wenn er uns wählen würde, ohne dass er uns fragt oder ja, fragt,
Das wäre ganz schön schlimm. Ja. Aber ich komme zum Ende, meine Lieben. Lasst den Heiligen Geist euch immer leiten.